Hallo Leute, willkommen zu einem entspannten Jazz-Video. Dieses Video ist gesponsert von Oh no! Hier kannst du deine Zeit verschwenden und niemand kann dich davon abhalten. Spiel allein oder gegen online. Und verliere. Aus! Verschwende deine Zeit sehr sinnvoll und hab dabei gar keinen Spaß! Boom, Schakalaka! Heute, meine Damen und Herren, hab ich noch was anderes im Petto als Uno. Und zwar, wie ihr schon hier schön seht, die Schnecke, gibt's eine Website mit dem Namen Unmoralische Gesetze. Da findet man Gesetze, die unmoralisch sind. Und ich würde mal sagen, wir lesen heute mal ein paar vor. Es verstößt in Idaho gegen das Gesetz, wenn ein Mann seiner Angebeteten eine Pralinen-Schachtel überreicht, die weniger als 50 Pfund wiegt. Ich glaube, in Idaho verkleide ich mich als Frau. Männern ist es in Miami verboten, sich in der Öffentlichkeit in einem Morgenmantel ohne Gürtel sehen zu lassen. In Ottumwa, Lowa, ist es jeder männlichen Person untersagt, innerhalb der Stadtgrenzen einer ihnen unbekannten Frau zuzuwinken. Hey, sie! So. In New Mexico dürfen die Taschen eines Mannes jederzeit von der Ehefrau durchsucht werden. Und was, wenn sie dann noch eine Tasche findet? In der Tasche, wie die Patroschka-Puppen in Russland. In Detroit, Michigan ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In dem Städtchen Brainerd in Minnesota wird es allen Männern gesetzlich abverlangt, sich ein Bart wachsen zu lassen. Ja, man muss. In Tasmanien ist es Männern verboten, in der Zeit zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang Frauenkleider zu tragen. Nach kalifornischem Recht dürfen mit einem Hausmantel bekleidete Frauen kein Auto fahren. Frau am Steuer, ungeheuer, müssen sich wohl die Stadtväter von Memphis, Tennessee, gedacht haben. Denn Frauen dürfen dort einem Gesetz zufolge nur Auto fahren, wenn ein Mann vor dem Auto herläuft und zuvor Vorwarnung von Fußgängern und anderen Autofahrern eine rote Fahne schwenkt. Was zum Teufel? Ein Gesetz in Gournay verbietet Frauen mit mehr als 200 Pfund Lebendgewicht in Shorts auf Pferden zu reiten. Ist natürlich verständlich, das arme Pferd, aber wieso Shorts und wieso Lebendgewicht? Wer kann und will tot auf dem Pferd reiten? Dann wäre das Pferd ja eigentlich nur so ein dahintreibende Menschen. Auf der südpazifischen Insel Palma Island ist es Frauen verboten, Hosen zu tragen. In Lowa darf man sich nicht länger als 5 Minuten küssen. Okay. Es ist verboten, im Flughafenbereich von Bicknell, Indiana, Eiscreme mit einer Gabel zu essen. Wer zum Teufel macht das? Und damit ein herzliches Dankeschön an alle, die so lange zugeguckt haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Schoko.